Ja, hartes Stück Arbeit. Am Ende mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war es okay. Wir haben seriös gearbeitet, wenig zugelassen, haben vorne unsere Chancen gehabt. Müssen davon ein, zwei mehr machen. Torhüter hat aber auch gut gehalten. Einmal Pfostenpech, machen dann durch das Standard das 1-0. Und in der zweiten Halbzeit war es dann zu wenig. In allen Bereichen, gegen den Ball, nicht mehr die notwendigen Sprints gemacht, mit Ball nicht mehr richtig freigelaufen. Versucht irgendwie durchzukommen. Das hat nicht ausgereicht und dadurch haben wir den Gegner stark gemacht. Und deshalb sind wir ab und zu in die Bredouille gekommen und ja, da müssen wir natürlich souveräner agieren. Die 20 Minuten, die haben wir nicht gut gespielt, haben sie zu sehr in ihr Spiel gelassen und das hat es dann einfach zu schwer gemacht. Ich glaube, so ein Spiel nimmt so eine Eigendynamik an. Der Gegner merkt, hier geht was, der Gegner hat nichts mehr zu verlieren, investiert alles nach vorn und wir haben dann einfach uns davon beeindrucken lassen, war nicht mehr klar in unseren Aktionen und das ist ein Lernprozess, den wir aber ja, durchgehen müssen, aber da müssen wir besser werden. Ich habe mich schon vorher reinfliegen sehen. Also ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt beim Geissi. Fuß ist eingestellt und hat ein gutes Gefühl davor schon. Ja, ich gehe immer mit einem guten Gefühl rein und schön, dass es geklappt hat und ich der Mannschaft zu helfen konnte und natürlich vor der Halbzeit, glaube ich, enorm wichtig war für uns alle, dass wir in die Kabine gehen konnten mit einem 1-0 und ja, aber nichtsdestotrotz hat es Karl Marienborn schon gut gemacht. Ja, ich habe vor dem Freistoß schon gesagt, im Training macht er 3 von 4 aus der Distanz rein und dann hat er ihn zum Glück auch reingemacht. Natürlich, glaube ich, hat der Derby-Sieg einiges ausgelöst und es freut uns natürlich sehr, 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 dass da so viele mitgekommen sind an dem Freitagabend, was nicht selbstverständlich ist und war dann schon ein cooles Gefühl, auch wieder mit den Jungs zu feiern. Ich glaube, wir hatten jetzt eine geile Woche mit dem Derby-Sieg, mit hier unseren Fans, unfassbar, also Hut ab hier 4-5 Stunden herzufahren und sowas abzureißen, einfach geil und jetzt im Pokal die zweite Runde und von daher war es eine gute Woche und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Liga.